Hallo Leute da draußen. Ich will nicht lang labern, also beginnen wir mal mit dem Schauspiel. Ding, 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 bumm. Nintendo. Olli. Ja, ihr ahnt es schon, das ist The Legend of Zelda. Und ihr ahnt es schon, es ist The Legend of Zelda, The Wind Waker, diesmal in bessere Videoqualität, wie wir sie bisher kennen. So. Ja, falls ihr euch einfinden wollt. Und hier. Ich bin immer noch faul. Nein, los, nein. Das passiert jetzt alles langsam auf dem Bildschirm, weil ich kleine Verzögerung bringe. Weil ich durch den Controller und es dann passiert was. Ich hoffe, der stirbt ja von Kämpfe. Nein! Wir sind alle hässlich. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschheit überliefert. Man darf sie auch schenken. Die sind nicht. Das kennt ihr. Maus, Alter. Oder Ding? Ich muss wirklich nicht springen. Ja, ich hätte wieder. Wir haben jetzt schon gleich 5 Minuten im Scheiß vergeudet. Wir hätten 5 Minuten. Yay, es geht los. Socken. Das kleine Biest bin ich also gefunden. Kann B, die weckt mich jetzt auf. Ja toll, jetzt hat's geklappt. Ist auch noch weg. So eine Frechheit. Da bist du ja. Hehe.
könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag das Meer anschauen. Ich habe aber geschlafen. Du, Paul, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Du bist noch ein bisschen verschlafen, hab ich recht? Hast du das etwa vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Birthday. Darum wartet Oma schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Paul, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht zu lange warten. So, der Charakter ist nur unser und die das ist mir der Emulator doch lieber. Irgendwie leckt das hier übelst. Ey, komm! Das ist unfair. Jetzt. So, passiert das ja alles nicht in Echtzeit, was ich mache. Und dann erst 5 Minuten später. Ich drück A, jetzt! Und er jumpt dann da. Also wenn man laufen will, ist es dann schon ein bisschen schwierig. Oder vielleicht ein bisschen nicht da. Das wird alles ein bisschen früher machen, als man es überhaupt sieht. Oh! Wenn ihr das meint. Hier, ich nehme einen Stein da. Nimm den Stein! Und werf den auf den Baum. Yay, kaputt. Ab zu Oma. Klasse. Klasse. Oma. Da. Ey. Wir machen ein bisschen Geschirr. Ist kaputt. Ich aber nicht. Ich will hier heute noch ein Krise spielen. Oh, Paul, ich hab auf dich gewartet. Paul? Probier doch mal das hier an. Wie schnell doch die Zeit vergeht, kaum zu glauben, dass du schon in alle Wäschbuben, die du gewonnen hast, träumen darfst. Yeah, ich hab das fertig gewonnen. Jetzt schau doch nicht so, schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast, wie damals der Held aus der Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und die Wurzeln des Schwertkampfes unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt das Einzige, der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfes beschäftigt, ist der Fadderorka. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jener Zeit. Steht mir doch. Ich sehe zwar aus wie ein Mädchen, aber egal. Verstehst du? Paul, freu dich. Das Gewand steht dir wirklich. Ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe noch so viel zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für dich. Ich hoffe, du freust dich. Ach ja, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Sache. Gut, bitte geh und hol deine Schwester ab hier. Jo! Nah. Nah. Ey! Dahin! Sollte das Cache-Ring aufstellen. So, dann gucken wir mal.
wenn wir erben reich von der Alten. Ein bisschen mal den Boden sauber machen, ne? Links. Raus. Und siehe da, da ist ein Loch. Wer hätte das gedacht? Und da steht eine alte Holzkiste. Und mal gucken, was da ist. Ein oranger Rubin! 100 Rubine ist der wert. Oh, guck mal, ein Schweinchen. Schweinchen, komm. Komm, Schwein. Schweinchen. Guck mal, er fühlt sich cool mit dem Stock. Kann ich ihn kurz vertreten? Trete ihn! Na ja, gut. Auf jeden Fall, das war's erstmal für diese Folge. Tschüss zum nächsten Mal.